Ey, was geht, Bratan? Wusstest du, dass man beim Zeichnen einen Stift braucht? Wozu brauchst du einen Stift? Naja, dein Stift hat innen eine Mine. Die ist ziemlich bröselig. Wenn du damit jetzt über dein Papier, was eigentlich ziemlich rau ist, drüber streichst, dann bröseln ganz feine Brösel auf dieses Papier und machen es dreckig. Das nennt sich Zeichnen. Ich habe damals angefangen mit so einem riesen Paket, alles was man braucht. Also 20 verschiedene Stifte in allen Härtegraden für 11 Euro. Kohle, Graphit, Radierer aller Art. Das war gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das Problem bei so billigen Sachen ist oft, dass du nie wirklich abschätzen kannst, was dein Stift zeichnet. Alle die Stifte, egal welche Härte, haben exakt gleich gemalt. Eigentlich sollte der härteste am hellsten zeichnen und der weicheste am dunkelsten, weil bei dem am leichtesten die Brösel abbröseln. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Kohle und Graphit. Du denkst dir jetzt vielleicht, aber mein Bleistift soll aus Blei sein. Das wäre übergiftig, weil Blei sehr, sehr uncool ist. In einem Bleistift ist überhaupt kein Blei. Deswegen ist da normalerweise Graphit drin. Dieses graue Zeug, was so leicht metallisch schimmert. Dann gibt es noch Kohle. Das ist genau das, was man eigentlich auch zum Grillen benutzt. Oder ist es überhaupt das? Irgendwie gibt es Kohle, die gut brennt. Und dann gibt es noch Kohle, die verbranntes Holz ist. Auf jeden Fall komplett schwarz und ein bisschen bröseliger als Graphit. Und was ist besser? Ziemlich schwer zu sagen. Graphit ist deutlich feiner. Man kann also sehr viel detaillierter damit zeichnen. Auf der anderen Seite schimmert es aber und man kann nicht so wirklich dunkel damit zeichnen. Deswegen zeichne ich in letzter Zeit sehr viel mit Kohle. Da kannst du alles von schwarz bis weiß zeichnen, ohne dass irgendwas schimmert. Also, der beste Stift? Meiner Meinung nach Pitt Charcoal Soft von Faber-Castell. Warum auch immer ich das jetzt ablesen musste, aber Charcoal, ich kann das nicht aussprechen. Faber-Castell, weil Ehre, die sind immer gut. Und wichtig ist, dass es soft ist, weil warum solltet ihr das dem Stift schwer machen, abzubröseln, also zu zeichnen? Macht für mich persönlich keinen Sinn. Ich nehm Soft. Wenn du den mal ausprobieren möchtest, ich habe den unten verlinkt. Sag mir dann, wie du ihn findest. Oder zeichnest du mit einem anderen Stift, den ich auch mal probieren soll? Ach was, du bist dumm.